Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mods. Ja, in der letzten Folge habe ich das Lager angefangen. Es war jetzt nicht besonders groß, ich weiß. Ich habe aber noch ein paar andere Sachen gemacht. Aber ich habe dann offscreen ganz minimal am Lager weitergearbeitet und ich habe ja mal gesagt, dass es so Glühwein gibt. Und das ist ja eigentlich ein starkes Material. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Aber ich habe mich, wenn ich Argite und Kobalt mische, bekomme ich Malunium. Ich kann es auch mal beweisen hier. Lüni. Nee, Mann. Nö. Mann. Malünü. Hier, wie bekomme ich das? Hier. Mold Malünium. Ja. Malünium-Waffen reintun, aber es geht auch mit. Smelting Alloying, Ardite und Kobalt. Und das ist mir hier halt aus Versehen passiert. Malunium-Werkzeug, ich weiß noch nicht ganz genau, was Malunium so stark ist. Und ja, ich habe hier nicht wirklich was eingerichtet. Also viel verpasst habt ihr jetzt nicht. Aber darf ich mal ganz kurz sagen, was auf der Karte nice aussieht, dieses Kistenlager hier. Der heutige Plan ist quasi. Ein bisschen Kobalt. Wie viel Kobalt habe ich gerade? Weil Kobalt brauche ich auch noch ziemlich viel. Davon habe ich erstmal genug. Ein bisschen Ardite mitzunehmen. Dass ich auch normal mal Ardite habe. Oh, warte mal, ich kann noch was testen. Fällt mir auf. Ardite. Ardite. Und zwar ein Ardite Hammerhead. Wie sind die Werte? Probability 990. Okay. Und Mining Speed 3,5. Wenn ich das Obsidian gehe. Obsidian. Oder Iron. Also. Muss niesen. Sorry. Viel, viel schlechter alles. Und das Pig Iron. Und Pig Iron ist ein bisschen komplizierter zu bekommen. Clay, Blatt. Ja, moin. Und Kobalt. Wie ist da der Hammerhead? Definitiv schlechter. Und die Creeper-Platten. Und wie sind die bei Manylium? Ja. Ist ein höherer Mining Speed besser? Ich bleib, glaube ich, beim Ardite-Kopf. Mache ich eine Malynium-Platte, eine Kobalt-Platte? Und ein Stick aufs Paper, wenn ich herausfinde, wie ich das mache. Also mache ich doch nochmal Werkzeug und ich brauche Ardite. Und zwar dringend Ardite. Problem ist, ich habe das Gefühl, ich habe hier in der unmittelbaren Umgebung alles Ardite. Ich glaube, ich sage jetzt einfach nichts mehr. Aber ich muss das Kobalt jetzt irgendwie rausbekommen. Und da gibt es auch einen Trick, und zwar, Kobalt brauche ich jetzt erstmal nicht. Es gibt nämlich einen Barrencast. Und den werde ich jetzt quasi machen. Ich habe jetzt sechs davon. Da brauche ich nämlich nochmal ein bisschen Arbeit mit. Weil ich möchte jetzt auch nicht zu viel Zeit verbrauchen in den Nether. Weil ich möchte noch das Werkzeug machen. Ich hoffe, die Lautstärke passt soweit wieder. Dann auch für die Portal. Ich werde wieder runterfallen irgendwo. Daher sollte ich aber nicht runterschauen, sondern erstmal einfach fliegen. Ich habe noch Flügel. Och, mal wieder Nacht. Ich komme immer heim und dann ist es noch. Ich habe jetzt auch mein Bett nach oben verlegt. Da war ja was. Und letzter
Go. Hole ich mir hier zwei Gold raus und ein Iron. Jetzt lege ich das Iron. Hier hin. Das ist die zwei Gold. Bitte Gold vermische ich nicht mit irgendwas. Okay, das kann ich mal schauen. Anvil, Smelting, Casting. Ich sehe hier nirgends. Perfekt. Vielleicht sollte jetzt Gold rauskommen und nichts irgendwas. Gut, dann machen wir mir einen geilen Cast. Und dann werde ich alles Kobalt rausfiltern. 5 Ingots. Okay. Ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein fettes Problem. Okay, gut. Okay, ich muss schnell einen Grout fahren. Oder irgendwie machen. Ein Clay und... Hier, das da. Dann mache ich da schnell einen Grout raus. Dann muss ich mal runter das schmelzen, weil man kann sich auch gleich Blöcke rausgießen. Ich glaube, es geht ein bisschen schneller, anstatt wenn ich jetzt hier richtig oft okay, viermal das noch und dann kommen das Blöcke raus machen. Vier und fünf. Dann nehme ich mir das hier wieder mit. Und komm schon. 3, 4. 3 Dinger müssen noch durch. Das Zeug muss weg. Ach komm schon, mach doch ein bisschen schneller. Und boom. Perfekt. Ich frage mich, ob ich auch Kohle da drin eigentlich machen könnte. Gut, dann hier, Crafting Table. Gut, dann ist das gemacht und ich brauche Ach nee, das dauert halt einfach nur ziemlich lange. Und derzeit kann ich, was wollte ich tun? Ich weiß wieder, perfekt. So schnell, 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 komm. Get to go fast. Kein Sugarcane. Das ist aber schon ein bisschen enttäuschend. Ich brauche Sugarcane gerade extrem, extrem dringend.
Schon, Sugarcane, Sugarcane. Wo ist es? Da habe ich Sugarcane. Endlich. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Absoluter Verplanter gerade. Schnell Home Sweet Home. Ein Bucket habe ich schon, einen zweiten Bucket. Hol ich mir schnell mit Wasser. Ja. Hier. So. Gut, das wächst jetzt dort. Dann kann ich das in Papier verarbeiten. Und ich habe es noch nie hingekriegt. Ich brauche viel, viel mehr Papier. Soweit weiß ich halt meine Theorie, aber ob das stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht kann ich noch ein bisschen essen. Dann wird weiter Kobalt durchgeschmolzen. Okay, drei Blöcke danach noch. Das muss jetzt einfach wachsen. Kann man das mit Bone Meal beschleunigen? Ich bezweifle es. Durability ist natürlich extrem schlecht. Ich glaube, ein bisschen mehr Papier brauche ich einfach noch. So, schnell, 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 schnell. Ich möchte die Folge auch nicht mehr so lang machen. Also nicht so lang insgesamt halten, diese ganzen Folgen in diesem Projekt. Deshalb stehe ich gerade ein bisschen unter Stress. Komm schon, Sugarcane. Okay. Nice. Nochmal ein Papier insgesamt. Das ist jetzt gerade ein Scherz, oder? Das ist jetzt gerade ein Scherz. Anscheinend nicht. Ist da eine Büste? So. Und nun gut. 1,5 und ich brauche 3. Sprich noch mal 6 Papier. Dann mache ich kurz einen Cut und warte, bis das alles gewachsen ist. Hello? Gut, sein Chat hat wieder nicht funktioniert. Hat einfach keinen Bock anscheinend. Ja, ich habe jetzt eine lange Zeit warten müssen. Hier nochmal Dry Paper, Dry Nettert. Das hier kann ich nochmal anbauen und ich habe jetzt das erste Teil. Dann hatte ich folgenden Plan. Und zwar, ein Kobaltkopf, eine Malyniumplatte.
und eine Ardite-Platte. Und Malinium hat auch bei beiden dieselbe Haltbarkeit und Ardite. Ardite hat hier und hier auch dieselbe. Komm schon. Lab. Bitte. Dann Ardite nach unten. Und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nein, nur acht. Kleine das. Hoch, schmeiß auf. Habe ich überhaupt genug? Oh gut. Kobalt ist auch schon wieder gut am Durchschmelzen. Dann kann ich hier auch wieder das Zeug reinlegen. Und die Platte ist wieder mal fertig. Komm schon. Endlich. Was dauert noch? Boah, bin ich ein Trottel. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein Trottel. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin ein dummer Idiot. Ich bin ein dummer. Idiot. Ja, und dann werde ich jetzt auch noch meinen Block hier teilen müssen. Ich habe wieder richtig viel Kobalt verloren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, eigentlich ist es ausgeglichen. Ich bin Trottel. Ich bin so ein Trottel. Komm schon. Und dann sollte jetzt auch endlich hoffentlich ein starker Hammer da rauskommen. Das war jetzt unnötig, dass ich das auch reingelegt habe, aber Mathe war gefühlt noch nie meine Stärke. In der Retop, was habe ich mir dabei gedacht? Komm schon, sei fertig. Ich weiß immer, dass bei den Werkzeugen auf jeden Fall ein Kobaltkopf immer war. Komm schon. Okay, gut. Hammer, Platte, Platte, Boom. Ich glaube, so war der auch immer gebaut. Mir ein Modifier mehr, aber du nimmst mir so viel Durability weg. Lohnt sich gar nicht. Dann mache ich den so. Und dieser Hammer, sei jetzt bitte stark. Wenn der jetzt nicht stark ist, dann könnte ich schon wieder heulen. Und dann würde ich auch sagen, nach dem Test des Hammers, okay, gut. Okay, wir testen. Der ist schneller. Okay, eins. Eins.
Ja, ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied. Momentum. Was habe ich, wenn ich den in der Hand habe, bin ich dann schneller? Oder? Nein, merke ich jetzt nichts. Jetzt hat meine Glatte Kobalt und der nur Obsidian. Also. Mit auch viel mehr Haltbarkeit. Ich würde schon sagen, es ist ein Gewinn. Aber auch ein bisschen eine Niederlage. Dann werde ich hier eine Kiste haben für Werkzeuge, die man immer mal wieder nutzen kann. Die ich mir mal irgendwann holen kann wieder. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Perfekt, ich glaube, langsam kriege ich immer mehr OP-Werkzeuge. Das mit dem Paper Rod ärgert mich jetzt natürlich schon, weil ich glaube, der war mal besser. Wenn nicht, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ja. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Lasst gerne ein Feedback da. Und dann sage ich auch schon ciao.